Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Reimann. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Beratergruppe Leistung. Bei unserem heutigen Video geht es um die Corona-App der Bundesregierung, die am Tag der Aufnahme, das ist der 16. Juni 2020, von der Bundesregierung vorgestellt wurde. Bei der App geht es in erster Linie darum, dass mögliche Kontaktpersonen mit einer Corona-Infektion ermittelt werden können und man damit erfahren kann, ob man möglicherweise mit Personen in Kontakt gekommen ist, die entsprechende Viren ausgeschieden haben. Angesichts der Aktualität des Themas habe ich jetzt nicht gewartet, bis ich in einem schönen Studio bin, sondern nehme jetzt hier aus dem Hotelzimmer auf. Im Hotelzimmer mit besonders schöner Lage. Ich bin nämlich im Hotel Schattmeier am Bodensee und ich zeige Ihnen jetzt mal hier einen kleinen Blick aus dem Fenster. Aber bevor wir in das Thema Datenschutz einsteigen, sollten wir uns vielleicht die entsprechende App erstmal anschauen. Also, ich habe sie jetzt hier mal auf diesem iPhone installiert. Wenn man sie das erste Mal startet, kommt ein Hinweis, gemeinsam Corona bekämpfen, mehr Schutz für Sie und alle. Ein Hinweis, wie die App funktioniert, das erkläre ich gleich noch näher, aber erstmal jetzt reinschauen. So, dann klicken wir auf Los geht's. Datenschutzinformationen. Die scrolle ich jetzt hier nicht komplett durch. Aber gehe ich gleich im weiteren Teil des Videos drauf ein. Jetzt kommt hier eine Einwilligungserklärung. Da komme ich auch gleich, wenn ich mir das Video, also wenn wir weiter im Video kommen, nochmal drauf zurück. Dann sagen wir jetzt mal hier Risikoermittlung aktivieren. Jetzt wird gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Dein iPhone kann zufällige IDs sicher erfassen und mit anderen Geräten in der Nähe austauschen. Und gut, wir wollen die App ja testen, also klicken wir auf Aktivieren. So, jetzt kommt die Bitte, wenn man positiv getestet wird, das über die App mitzuteilen, dass das zuverlässig verschlüsselt und sicher verarbeitet wird. Jetzt kommt noch ein Hinweis, dass man automatisch über den Risikostatus informiert wird. Sagen wir jetzt mal Ja und Erlauben. Ja, und dann ist die App jetzt gestartet. Gucken wir noch mal kurz rein in die Einstellungen. Da kann man nur sehen, was jetzt alles aktiviert ist. In den App-Informationen sind ein paar Fragen zu finden, die beantwortet werden. Dann haben wir noch das Thema Teilen der App, also Hinweise an andere geben, wo man denn konkret die App abrufen kann. Dann haben wir noch Informieren und Mitmachen. Weiter. Okay. Hier könnte man jetzt, wenn man einen positiven Test hat oder ein Testergebnis, könnte man das hier entsprechend über verschiedene Wege freigeben. Weg 1 ist ja, dass man einen QR-Code vom Testlabor bekommt. Und der Weg 2 ist, dass man mit einer sogenannten Transaktionsnummer arbeiten muss. Die bekommt man wohl, wenn man einen positiven Test von einem Labor hat, was diese QR-Codes nicht liefert. Dann muss man bei einer Hotline anrufen, wo dann Fragen gestellt werden, um zu gucken, ob denn der Test echt ist. Ob das so gut funktioniert, weiß man nicht, wird man aber beobachten müssen. Und dann bekommt man so eine Transaktionsnummer. Also das zu den Möglichkeiten, einen positiven Test zu melden. Genau, und dann haben wir hier noch die Risikoermittlung. Die ist jetzt offensichtlich nicht lang genug, ist die App installiert. Deshalb kann das noch nicht bewertet werden. Noch ein paar Verhaltenshinweise. Genau, da waren wir schon. Risikoermittlung ist aktiv. Hier ist da wohl Voraussetzung, dass das 14 Tage, hier steht 0 von 14, dass es 14 Tage die App aktiviert ist und damit entsprechende Kontakte aufgezeichnet wurden. Aber hier oben noch das i. Aha, da sieht man nochmal eine kleine Anleitung von der App. Also gut, haben wir uns die App mal kurz angeguckt und können uns jetzt mal anschauen, wie die App denn tatsächlich funktioniert. Also die Idee dahinter ist die folgende. Wenn man die entsprechende App hat, dann erzeugt das Smartphone eine 24 Stunden gültige Zufallszahl. Und wenn es ein anderes Smartphone mit der App trifft, dann tauschen die beiden Apps, das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt, diese Zufallszahl aus.
Und jedes Gerät merkt sich im Prinzip, welche Zufallszahlen es während der Benutzungszeit hatte. Und jedes Gerät merkt sich, welche anderen Zufallszahlen er getroffen hat. Wenn jetzt ein Benutzer feststellt, ich bin hier mit Corona infiziert, dann übermittelt er im Prinzip seine in den letzten, wenn ich es richtig verstanden habe, 14 Tagen gültigen Zufallszahlen an einen Server. Und dieser Server übermittelt die Zufallszahlen dann an alle Geräte, die dann in ihrer Liste der Zufallszahlen gucken, ob sie in einem bestimmten Umfang, also da wird nicht jeder Kontakt, sondern das muss ein längerer Kontakt sein, ob sie in einem bestimmten Umfang Kontakt zu einer infizierten Person haben, und daraus wird dann wohl ein Risikoprofil ermittelt und dann dem Benutzer angezeigt, ja, du hast ein hohes Risiko, dass du eventuell mit Personen so in Kontakt getreten bist, dass du dich jetzt anstecken können. Genau, das ist so das Grundprinzip der Funktion der App. Und damit nicht jeder sagen kann, ja, ich bin Corona infiziert, und damit, sagen wir mal, eine Angst bei den Menschen auszulösen, die mit einem Kontakt hatten, ist da eine Schutzfunktion insoweit dahinter, als dass man, wenn man ein Testergebnis bekommt, was positiv ausgefallen ist, aus dem sich also ergibt, dass man möglicherweise oder dass man diese Viren ausgeschieden hat, zumindest bei dem Test sie nachgewiesen werden konnten, dann bekommt man so einen 2D-Barcode, genannt, sogenannten QR-Code, wie man ihn heute an verschiedenen Stellen einsetzt, und kann den mit der App abscannen und dann quasi freigeben die Information, ich bin positiv getestet worden. Ist allerdings wohl so, dass nicht alle Labors diese QR-Codes erzeugen können. Das heißt, an den Stellen, wo die Labors keine entsprechenden QR-Codes erzeugen können, dann wird derjenige, der getestet wurde, aufgefordert, bei einer Hotline anzurufen, wo man dann über Fragen herausfinden möchte, ob derjenige tatsächlich eine Corona-Infektion hatte oder nicht. Das ist natürlich das erste Einfallstor. Es kann durchaus sein, dass man so eine Hotline täuscht und aufgrund der Angabe dann die Meldung verbreitet wird, der Träger dieses Geräts oder dieser Zufallszahlen der letzten 14 Tage wurde positiv auf Corona getestet, sodass dadurch, sagen wir mal, irgendwie Angst und Panik bei den Kontaktpersonen eintritt. Das ist also so mal der erste kritische Punkt. Jetzt kurz noch im Technischen, es wird weiter kritisiert, dass man trotz dieser Zufallszahlen mit bestimmten technischen Mitteln, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehe, einen Nutzer dieser App verfolgen kann. Muss man halt gucken, wo entsprechende Zufalls-IDs erzeugt wurden. Und das zweite Thema, was nach meinem Verständnis im technischen Bereich kritisiert wurde, ist die Tatsache, dass man diese Zufalls-IDs quasi theoretisch fälschen und an verschiedenen Orten aussenden kann, wodurch dann in Kontakthäufigkeit erhöht wird. Das mal so zum Technischen. Rechtlich gesehen halte ich das für relativ unproblematisch und sehe es auch nicht für notwendig, wie teilweise gefordert, hier ein gesondertes Gesetz zu machen. Man arbeitet hier schlichtweg mit einer sogenannten Einwilligung. Das heißt, der Nutzer muss sich überlegen, ob er bereit ist, unter diesen Bedingungen diese App zu nutzen oder nicht. Das, was genau mit den Daten passiert, habe ich gerade ganz grob beschrieben. Das ist in der Beschreibung von der App auch sehr genau beschrieben. Und aus meiner Sicht kann man eine solche App durchaus auf eine Einwilligung stützen. So, jetzt bin ich zwischenzeitlich auch von Kundenseite mal gefragt worden, ist es denn vertretbar, den Mitarbeitern auf ihren Diensthandys zu gestatten, diese App zu installieren? Und da bin ich der Meinung, dass ich das durchaus für vertretbar halte. Muss man natürlich sich im Einzelfall angucken, wie sind die Geräte konfiguriert, wie sind die eingestellt, weil das, was im Moment an Sicherheitsproblemen geschildert wird, das sind alles Sicherheitsprobleme, die sich auf die Benutzung der App selbst beziehen, also wo da manipuliert werden kann an Daten innerhalb der App. Aber eine Gefahr des Geräts sehe ich nicht, sodass man aus meiner Sicht das durchaus gestatten kann, muss sich natürlich jeder Arbeitgeber überlegen, inwieweit möchte er den Arbeitnehmern gestatten, diese App zu nutzen, muss sich jeder Arbeitgeber überlegen. Wichtig an der Stelle, sollte nicht in einem Zwang ausarten, weil die Nutzung der App ist eben völlig freiwillig. Sodass ich also da keine Bedenken habe, wenn ein Arbeitgeber sich dafür entscheidet. Genau, wie es jetzt hier mit der Corona-App weitergeht, ob sie denn sich durchsetzt, ob sie hilft, hier mögliche Kontaktwege zu verfolgen, wird man sich anschauen müssen. Ich werde sicherlich weiter berichten, wenn irgendwas Spannendes passiert, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag.